Herzlich willkommen am besten Dienstag in der Woche. Herzlich willkommen zur erotischsten Webshow auf YouTube. Herzlich willkommen zur weihnachtlichsten Webshow auf YouTube. Herzlich willkommen zu Worldwide Wohnzimmer. Boah, ich habe den Satz noch nie gesagt. Heute beginnt die Weihnachtsstaffel. Diesen Pulli, den werde ich wirklich jetzt in jeder Dienstagssendung in diesem Jahr noch tragen. Der wird so gut riechen, da mache ich mal am Ende des Jahres einen Tee draus. Und ich habe meine Bimmelmütze auf, damit müsst ihr auch klarkommen. Klasse. Ich möchte, ihr habt es ja eben schon ein bisschen gesehen, den Pfeffi offiziell in der WW-Familie willkommen heißen. Das ist Pfeffi und wir werden ihn, weil er auch ziemlich teuer war, wahrscheinlich das ganze Jahr über da stehen lassen. Ja. Stammzuschauer dieser fast preisgekrönten Sendung werden wissen, Tanzverbot war in den letzten Wochen oft Thema bei uns, so auch in der letzten Woche. Das gefiel Tanzi gar nicht und deswegen hat er uns im Vorfeld zur letzten Sendung mal das hier auf Twitter geschrieben. Wir sollen aufhören, ihn in den Titel zu schreiben. Und er hat geschrieben, dann noch schön die nächsten 5 Videos in der Beschreibung, sodass ihr immer gelistet bleibt, wenn man meinen Namen sucht. Das ist ein guter Tipp, das wollte ich gerade sagen. Ich wusste das gar nicht. Das ist ein guter Tipp, den werden wir uns natürlich merken. Wir wollen natürlich mit Tanzi keinen Streit. Wir haben auch extra ein Weihnachtsbild vom Tanzi aufgehangen, dass er auch ein bisschen beruhigt ist. Und deswegen an euch jetzt erstmal die erste Frage der Sendung. Was sollen wir Tanzverbot schenken, um ihn zu besänftigen? Schreibt's mal rein. Vielleicht eine schöne Bockwurst oder neue Socken oder sowas. Eine Kuschelstunde. Schreibt's in die Kommentare. Bitte zahlreich. So reich sind Streamer. Falls ihr nicht gerade die letzte Woche im Keller verbracht habt, habt das sicherlich mitbekommen. Öko-Onkel und Let's Play-Legende Simon Unge hat letzte Woche seine Streaming-Einnahmen veröffentlicht. Schaut mal rein. Nochmal von 0 Uhr dann bis 16 Uhr. Da kamen nochmal 152 Donations und die 152 Donations zusammen waren 528 Euro. Und der kranke Tag war der Tag davor. Unfassbare 3700 Euro Donations gewesen. Oh Gott, Mann. Von 16 Uhr bis 0 Uhr. Knapp 4.500 Euro in nur 2 Tagen. Einen besseren Stundenlohn haben nur wir und der Affe Charlie. Yes, yeah. Rundfunkbeitrag. Yeah. Ja, geil. Immer mehr YouTuber vernachlässigen YouTube und werden leidenschaftliche Streamer. Grund dafür ist sicherlich nicht, dass man aktuell auf YouTube recht wenig verdient. Nein, das ist auf keinen Fall der Grund. Streamen hat einfach viel mehr Bock. Ja. Hast du schon mal gestreamt? Eine Zeit lang, ja. Ja? Ja. Wo denn? Wann? Nachmittags habe ich mich auf eine alte Matratze gesetzt. Die Beine breit gemacht, aber da waren irgendwie nur 6 Leute im Chat. Streamen macht einfach viel mehr Spaß, habe ich ja schon gesagt. Ja, man muss kein Skript schreiben, man muss nichts zusammenschneiden und man macht enorm viel Asche in enorm kurzer Zeit. Haben wir beim Beispiel Unge gesehen. Unterm Strich gilt die Con-Kraftasche-Formel. Wenig Aufwand plus gewinnorientierte Einstellung gleich viel Geld für wenig Arbeit. Lobenswert. Das riecht ein bisschen nach Neid. Ich bin gar nicht neidisch. Ich habe einen Weihnachtspullover an. Cool. Prominente Beispiele sind zum Beispiel Tanzverbot. Der verdient seine Kohle quasi im Schlaf, Kopf aus, Stream an und schon rollt der Rubel. Mhm. Der ist ein leidenschaftlicher Streamer. Und ein sehr prominentes Beispiel ist auch Revin Said. Der streamt nämlich immer häufiger. Quasi immer dann, wenn er gerade nicht seinen Merch-Shop promotet. Das hat er, glaube ich, von Konkrafter gelernt. Wer also schnelles Geld machen will, der macht's wie Mama und setzt sich vor eine Webcam. Was sagt ihr zum aktuellen Stream-Trend? Welche Streams schaut ihr gerne und habt ihr Tipps? Welche Streamer sollen wir denn einfach mal schauen? Schreibt es in die Kommentare. Weißt du, Benny, zu dieser ganz besonderen Zeit im Jahr muss ich immer singen. Oh, Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Hallo. Ganz schlimm, wirklich ganz schlimm. Du kannst 1000 Leute fragen und alle werden dir sagen, das ist grausam. Also, Freunde, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ja. Also, ich musste direkt an Christina Aguilera denken. Weihnachtszeit, ja, das ist das Gänsehaut pur. Also, das ist wirklich Weihnachten. Dankeschön. Das war wirklich sehr souverän. Danke. Wer mich kennt, weiß, es gibt Dinge, auf die warte ich jedes Jahr, wirklich jedes Jahr sehnsüchtig. Weltfrieden, neues Daido-Album und auf Minecraft Varo. Aber das fiel nämlich aus unterschiedlichen Gründen flach. Rechtliche Probleme, keine PvP-Weiterentwicklung, was immer das auch heißen mag. Ich habe da eine andere Vermutung. Ich glaube einfach, Varo fällt aus, damit der Concrafter nicht mehr rumheult. Ja, Morgamed. Ich bin tot, ich bin so gut, ich bin tot. Nein. Okay, ich bin anscheinend
fälschlicherweise rausgeflogen. Aber warte, wir bekommen gerade ein Live-Video rein. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Es ist passiert. Ja, also, eure Kommentare. Werdet ihr Varo vermissen und eure Meinung zum Ausfall? Was macht ihr stattdessen? Schreibt in die Kommentare. Kanal der Woche. Denkt ihr euch auch manchmal? Es ist soweit. Ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich habe kein Leben. Und eure BFF findet euer Lieblingsoutfit folgendermaßen? Sieht aus wie frisch vom Straßenstrich. Ach, na dann ganz, ganz schnell Slay McRoss abonnieren. Ist mein persönlicher Lieblings-YouTuber. Was? Völlig wertfrei. Dann tritt hier was los, ne? Ich finde ihn klasse. Er hat 800 Abonnenten. Bitte lasst uns heute die 1000 voll machen. Großartiger Typ, großer Filmfan. Geht auf seinen Kanal und schreibt einen schönen Kommentar. Das wird uns sehr, sehr freuen. Ich hasse es. Ich bin sogar der Meinung, es gibt Trolle, die da Spaß dran haben. Kommen wir nun zu einer neuen Rubrik, die Netzwerktransfers. Bei den Netzwerktransfers geht es um YouTuber, die das Netzwerk gewechselt haben. Dürfte, glaube ich, jedem klar sein. Ja. Stevie Move begrüßt gleich drei neue Kanäle. Joyce Ilk, Space Frogs und Bullshit TV. Nach Joyce und Bullshit TV verlassen die letzten großen Stars das einstige Netzwerk-Flaggschiff Mediakraft. Bibi und Tina galoppieren zu Studio 71. Ja, früher erstmal mit Bibi und Tina aufgewachsen, heute mit Bibi und Julian. Doch bei all der Euphorie, meine lieben Freunde, Bibi und Tina sind sicherlich nicht die ersten Influencer, die erst ausgiebig reiten mussten, um einen lukrativen Netzwerkdeal zu ergattern. Und dass auch Studio 71 auf politische und bildende Inhalte setzt, beweist die journalistische Nachwuchshoffnung im 71-Portfolio. Wir freuen uns total. Unsere Frage, wer ist denn mit Bibi und Tina aufgewachsen? Was sagt ihr zum Wechsel zu Studio 71? Denkt ihr, die beiden machen jetzt nur noch Placements? Wir gehen in die Endcut in 3, 2, 1. Morgen um 17 Uhr kommen die 5 nervigsten YouTube-Kommentare, also nervige Kommentare, die ihr unter Videos setzt. Wir haben die 5 nervigsten rausgesucht mit einem tollen Star-Aufgebot. Am Donnerstag um 17 Uhr gibt's Horror-Unboxings mit Felix Bar. Boah, da was wir da teilweise unboxed haben, war echt der Horror. Das war schon hart an der Schmerzgrenze. Und am Sonntag um 17 Uhr ist Cheng Löw im Talk. Ich trinke jetzt meinen weißen Rum aus. Ich brauche das Zeug. Na dann, auf Worldwide Wiedersehen und...